Jo Leute, ich bin der Albert Marv und willkommen back zu meinem neuen Video. Ja, ich hab mir gedacht, ich mach da mal Gears of War 3. Ist ja ganz spät, bin damit aufgewachsen. Und ja, sag's euch einmal. Ich hab den Charakter Superstar Cold, die Waffen Lanzerknecht. Warum nicht im Kiel-Spiel? Weil ich nur Hacklobbys gefunden hab. Ja, fang gleich mal an. Also, ich fand das Spiel richtig geil. Empfehlen? Ja. Aber ich auch nicht, weil ich mit dem aufgewachsen bin. Aber wenn wer was gegen Blut hat, dann. Ja. Schalt bitte jetzt ab. Es wird blutig. Sehr blutig. Es wird klasse machen. Zehn, neun, acht, sieben, zwölf, fünf, vier, drei, zwei, eins, Red Fight. Ja, ich hab nicht da 10 Leben eingestellt, damit es ein bisschen schneller geht. Es sollte nicht so ein kurzes Video sein, ein kurzes Video, aber damit es schmeckt, was Gears of War 3 ist. Überhaupt Gears of War. Ja, das war's gerade, ein bisschen Mörser. Das war's Teil. Fliegt und hab schon essen können. Mal sehen, wer drauf geht. Glasur und nur so. Nur noch Fetzen. Ja, das ist das Grundbeispiel von Gears of War. Und Doktor. Er hat sich selbst getötet. Ja, Spezialist. Und jetzt kam zum brutalen Hinrichtungen. Headshot. Bitch. Er war in Kurve weggetreten. Ist geil. Man kann von jeder Waffe so. Das ist richtig abgefuckt. Oh, ja, es kommt die. Nummer 2. Oh, das war zu deinem Timer. Komm, geh weg, geh weg, geh weg. Schleif dich, schleif dich, schleif dich. Oh. Ja, das soll mir als Schutzschild benutzt. Das kann man aber, kann man einfach einen Gegner aus Schutzschild benutzen. Ah, lustig. Richtig egal. Ich liebe das Spiel. Es ist einfach so. Nee, nicht, dass es so gewalttätig ist, sondern generell. Schreib so. Oh, hab ich gehabt. Boah, ey. Brauch nicht unbedingt die zwei Granaten. Kann man so durchgehen. Jetzt. Ist uns. Ja. Bald werde ich in der Mitte durch. Shit. Naja, was war klar, dass ich da drauf gehe. Ich nehme jetzt nochmal die Lancer. Wofür ist der Wüste Thermopass? Das heißt, ja, okay, sonst hätte ich jetzt Thermopass gehabt. Es ist so ein Anschlusswaffen. Kannst du dir vorstellen, wie MK14. So, wiederbeleben. Die alte Story-Waffen. Knierenner und. Oh, das ist mies. Die Hinrichtung. Oh, und.
Danny Song dort. Gut. Also sehen wir mal, treffen. Ja, getroffen. Oh shit, 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 shit. Wo ist er? Ah, gefunden. Ich glaube, da ist auch noch. Ah, schau mal. Messer fliegt. Gut. Wo bist du? Kralsch mir. Und einfach aufgespießt, das ist so nice. So, macht die nächste Runden. 3, 2, 1, go! Go-Go Power Rangers. Ah, oh, Spiele. Gibt's eigentlich ein Spiel für Go-Go Power Rangers? Das kann gar nicht. Schau, irgendwie geil. Das hätte was. Nein, ich bin überhaupt nicht. Nee, ich bin überhaupt nicht. So ein Scorcher. Das ist ein fucking Flammenwerfer. Richtig OP. Okay, wenn dann hört, dann bist du sogar wie tot. Kannst du schon abkassieren. Und nachladen. Werfen. Und er stirbt. Ratatatatatatatat. Richtig schön gebankt. So. Gut. Vorschießen. Können so. Erwischt. Ich kann auch, was er will, Ding machen. So, keine Ahnung, besten 5 Hinrichtungen oder 5 All-Hinrichtungen, wollen ich auf, kann ich machen. Im Bereich des Möglichen und das zeige ich mir jetzt Scorcher. Also ein Flammenwerfer. Für die, die was dann überreißen. Oh shit, 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 shit. Das ist so cool. So, da steht auch noch. Ja, gleichzeitig down. Nein, wir schauen. Ja, okay. Hab's. Und da, die Hinrichtung. Boah, das ist mies! If this comes, die haben so ein Badass. This is nice one, ey. Und schnell einen Double Kill machen. Ganz easy, locker flott geschossen, die Hüfte. Hat richtig nicht hier. Oh, dann. Wie ist das? Einfach drum kloppen. Ja, kommt halt an. Ja, das soll jetzt nicht zu langes Video sein, also nur damit es mal überreißt, wie so GTA 3 aufgebaut ist. Und da kann ich mehr Gameplay zeigen. Wann wir will. Und dem es gefällt, sagt es in die Kommentare oder lasst ein Like da. Ja, dann sagen wir, was es wird und ja, haut rein und ciao.